Ja, Daniel Juhl leider im zweiten Lauf ausgeschieden. War das am Schluss einfach zu viel Risiko? Also ja klar, also ich glaube, zu viel Risiko, ja, das ist klar. Wenn man ausgeschieden ist, war es dann zu viel Risiko. Aber ja, ich glaube, dass die Richtung gerade gestummen. Felix ist gerade hinter mir gestartet und er hat es auf Podest geschafft. Und dann von dem her, bei WM zahlen sowieso nur die Medaillen. Und dann, ja, eben, ich habe es probiert, es ist nicht aufgegangen. Aber dann, ich muss dann weiter versuchen, die nächste Rennen. Ja, Ramon Zehnhäuser im zweiten Lauf leider ausgeschieden. Ist jetzt das einfach ein klassischer Einfädler gewesen, wie er immer passieren kann? Ja, es ist schon so witzig. Also, ich habe oben gut gestartet und nachher Ende Stellung, wenn ich glaube, einen kleinen Fehler mache und von da weg habe ich genau gewusst, dass ich alles riskieren und kann sein, dass ich wechsle. Ja, und dann bin ich halt mit der Brechstange wirklich voll fahren und da hat es mir halt genug. Aber es ist immer schwierig nachher zu erklären, wieso es einen Einfädler gibt. Es ist einfach schade, dass es genau heute hier in der Heim-WM, genau heute an diesem Tag passiert ist. Wie gross ist jetzt die Enttäuschung, eben, obwohl im zweiten Lauf hast du so eine gute Ausgangslage gehabt? Ja, ist schon brutal. Das ist ja, ich genau weiss, das ist eigentlich ein einmaliger Moment hinterher, aber das müssen wir akzeptieren und kehrt halt Sport auf den Game. Ja, Luguerni ist nach dem ersten Lauf, einfach im zweiten, nicht mehr möglich gewesen jetzt in Bezug auf die Schlussrangierung. Ja, ich denke, die Piste bleibt sehr gut und da können sie eben vorher noch sehr gut noch fahren und gute Zeiten machen. Von dem her war es schwierig aufzuholen, aber wir haben beim Hadalin, wenn man wirklich einen perfekten Lauf hat, ist vieles möglich. Ja, Reton Schmidiger, beste Schweizer, aber trotzdem, wir haben keinen in der Top 15. Ich glaube, das kann uns so nicht zufrieden stimmen, oder? Nein, natürlich. Ja, es ist schade, dass der Daniel und der Ramon so müssen ausscheiden mussten. Wir haben uns da sicher ein bisschen mehr vorgenommen als ganze Teamleistung. Ja, meine Fahrt im zweiten Lauf war eigentlich grundsätzlich solid gewesen. Einfach nicht top und das hat es heute eben nicht mehr leiden.